Ciao zusammen, ich bin Giancarlo von bikebox.ch und ich stelle euch die Specialized Como 5.0 vor. Die Specialized Como ist, wie ihr seht, sehr ein sehr komfortables Elektrovelo. Bei diesem Modell haben wir einen Brose-Motor drin, zusammen mit der Software von Specialized. Das ist ein Specialized 1.3 Motor. Das ist vom Motor her sehr ein kräftiger Motor. Wir haben hier bis 85 Newtonmeter. Also wenn du eine Person bist, die ein Velo braucht für einen steilen Anstieg oder wenn du zum Beispiel einen Anhänger ziehen willst, sei es ein Kinderanhänger oder einen Lastenanhänger, hast du hier sehr, sehr einen starken Motor, der dich eigentlich fast in jedem Berg aufbringt. Der Akku ist, wie ihr seht, hier schön eingebaut. Der hat jetzt eine Kapazität von 600 Wattstunden, also man kann sehr eine grosse Distanz mit dem Velo fahren. Das Velo ist auch ausgestattet mit einer kleinen Federgabel mit 50 mm. Ist auch immer gut, dass man kleine Schläge entgegennehmen kann. Ihr seht auch, vielleicht aus dieser Perspektive noch schwierig, der Lenker ist noch etwas geköpft. Das gibt auch noch weiteren Komfort. Wir haben hier ganz komfortable Griffe drauf. Und ja, ich würde sagen, wenn man wirklich komfortabel unterwegs sein will, sei es für Touren, sei es für in der Stadt, kann ich das Velo dir sehr ans Herz legen. Bei dir tut man das Velo eigentlich hier oben am Lenkergriff. Wir haben hier ein kleines Bedienungsfeld, wo ich Plus und Minus schalten kann für die Unterstützungsstufe. Das Velo einstellen tue ich eigentlich hier unten am Akku. Und nachher haben wir hier ein ganz kleines Display, wo die wichtigsten Daten uns liefern, wie Geschwindigkeit, die Akkuanzeige mit Zahlen. Wir haben die Unterstützungsstufe, die wir sehen. Und somit haben wir alles hier klein und kompakt drauf. Das Velo hat 3 Unterstützungsstufen. Wir bekommen diese 3 Unterstützungsstufen mit unserem Handy, mit einer App noch verstellen. Also wir haben eine Standardeinstellung, die vorgespeichert ist. Und mit der App von Specialized können wir diese Stufen immer noch variieren. Also wenn du eine Person bist, vielleicht, die lange Touren machen willst mit dem Velo und ja, wirklich die Stufen noch ein bisschen regulieren, dass sie nicht zu fest unterstützen, weil du gleich eigentlich auch noch selber genug Kraft hast, kann man das hier immer noch anpassen. Das ist wirklich auch sehr einfach zum Bedienen mit dem Code, den man braucht, der hier angezeigt wird und eigentlich für jeden machbar. Das Velo ist, wie ihr seht, auch ausgestattet mit Schutzblech und Licht, ein Gepäckträger. So ist eigentlich alles dran, was man braucht. Wir haben eine Gangschaltung von Shimano XT 11 Gang. So haben wir wirklich auch genug Gänge für die steilen Berge. Und ja, in der Fläche kann man auch eigentlich genug schnell fahren. So viel, wie man halt auch mag. Genau. Was noch dazu sagen gibt, beim Elektrovelo, das unterstützt die jetzt bis 25 Stundenkilometer. Zusammen mit der Software von Specialized tut den Motor auch wirklich schön ausklinken. Also wenn man 5,26 die Geschwindigkeit erreicht, tut das nachher sehr einfach und schön ausklinken, dass man nachher fast nicht merkt, dass der Motor nicht mehr unterstützt. Genau. Ja, kommt doch vorbei, dann das Velo mal testen, melden euch unter bikebox.ch in den verschiedenen Filialen und ja, dann freuen wir uns auf euch. Merci vielmals und bis bald.